Jo Leute, und damit herzlich willkommen im FM14 Let's Play mit unseren Wölfen und hier zum Part Nummer 137. Die Winterpause ist vorbei, die Rückrunde beginnt mit dem 18. Spieltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim, die momentan an Tabellenposition 14 steht. Und ich hoffe, dass wir recht gut in die Rückrunde kommen. Das Hinspiel haben wir mit 7:0 gewonnen und jetzt versuchen wir einfach ein ähnliches Ergebnis bei der TSG herauszuholen. Aber diesmal unter anderen Voraussetzungen, und zwar haben wir ein neues Spielsystem mit dem 4-4-2 Raute und dieses System werden wir halt versuchen hier in diesem Spiel einzusetzen und sagen heute unseren Fans oder unseren Spielern als Motivation: Ihr werdet jeden Zentimeter des Platzes umgraben und damit auf geht's Wolfsburg! Und damit moin moin und herzlich willkommen hier in Hoffenheim bzw. in Zinsheim zum Rückrundenauftakt. Freistoß von Leslie Schneider, böser Fehler von Kuhn Castells. Der Schuss von Schneider geht genau in die Torecke, aber Kuhn-Castell zögert einen Moment zu lange. Den muss er haben! 1:0 Führung! In der ersten Spielminute, 9. Tor von Wesley Schneider. Wunderbarer Auftakt hier nach Maas, nächste Chance. Johnson hindert Rodriguez erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke. Diese kommt herein von Wesley Schneider. Martial und Westergaard steigen zum Kopfballduell hoch, aber Westergaard kann sich durchsetzen. Kuhn-Castells muss nicht eingreifen. Und ihr habt es bestimmt gemerkt gehabt in den letzten Parts, beziehungsweise im Part Nummer 130, der am 19. März war. Es war der Nachbericht zur Champions League mit der Champions League-Auslosung. Und da hat man mich halt auch gedisst gehabt in den Kommentaren und gemeint gehabt, wie schlecht die das macht. Dann hat man mich hier beleidigt und sowas, aber derjenige, der das Ganze gemacht hat, hat sich bei mir entschuldigt. Er hat nämlich irgendwas Falsches in den Mund bekommen im TS3, also im Teamspeak-Chat mit den anderen Netzwerken, hat er wohl wahrscheinlich irgendwas Falsches an Informationen bekommen. Und jedenfalls hat er sich dafür bei mir entschuldigt, aber diese Aktion hatte was Positives. Man hat gesehen, dass die FM-Community zusammenhält, wenn Probleme entstehen. Und für mich hatte es auch einen Vorteil mehr oder weniger, denn dadurch habe ich jetzt 11 neue Abonnenten dazu bekommen. In dem Sinne euch allen herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich hoffe, ich kann euch gut unterhalten und euch gute Let's Plays zeigen. Aber alles Weiteres sehen wir dann im weiteren Verlauf. Wir hatten hier einige Chancen gehabt. Jetzt hier die nächste Ecke von Wesley Schneider, inzwischen die dritte, beziehungsweise die vierte. Westergaard hindert Martial eindeutig durch Festhalten am Kopfball, aber Schiedsrichter Marcel Neuendorf hat nichts gesehen. Das Spiel läuft weiter in die TSG, hat erst einmal den Ball. Aber wir führen hier zumindest schon mal in Hoffenheim. Jetzt hat die TSG die Möglichkeit, Flanke von Johnson, doch El-Younoussi bekommt mit einem Kopf nicht genug Druck in den Ball. Courtois muss sich besonders anstrengen, um den Ball sicher herunterzupflücken. Der Leittorhüter vom FC Chelsea gekommen, mit der Hoffnung, die neue Nummer 1 bei uns zu werden. Lars Bender passt auf Chelsea, doch Herr Fleder sofort nach innen spielt Abraham im letzten Moment vor dem heranstürmenden Martial, der hier klären kann. Nächste Ecke, die fünfte von Wesley Schneider. Abraham kann mit einem Befreiungsschlag klären. Sagt man mal, nochmal voller Angriff, 39. Minute, Steilpass von Schneider auf Martial, der den Ball gerade noch erläuft und aus praktisch unmöglichem Winkel abzieht. Castells rechnet nicht mit einem solch harten und platzierten Schuss und sieht nicht besonders gut aus. Das Leder geht vom Innenpfosten aber nicht über die Linie, sondern springt dankbar für den Torhüter in dessen Arme. Schade. War aber eine gute Möglichkeit hier von unserem Topstürmer.
Johnson trinkt fast auf Höhe der Torlinie in den Strafraum und spielt Bender zieht dann ab. Der Ball fliegt fast parallel zum Tor, geht nur um Zentimeter am langen Eck vorbei. Das war richtig, richtig gefährlich. Eine gute Kontermöglichkeit für die TSG wird durch ein schlechtes Abspiel von Sally Holt schon im Ansatz zunichte gemacht. Aber die TSG macht jetzt hier weiter, ganz schwache Aktion von Tobias Weiß statt abzuspielen, verzettelt er sich da in einem Zweikampf mit Bender. Am Ende ist der Ball weg. Das Spiel wird exakt nach der regulären Spielzeit beendet. Wir führen hier mit 1:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim, wo Markus Gisdol immer noch der Trainer ist. Der stand ja während der Winterpause hier kurz vor einer möglichen Trennung. Und jetzt gucken wir mal, wen wir hier loben können. Nach den Noten müssten wir hier Gustavo loben, der wirklich von der Frische her müde ist. Kriegt auch gleich von mir die Massage. Und dann gucken wir mal wegen den Noten. Süle, der Neuzugang von Hoffenheim, nur eine 3,5. Macht aber ein gutes Spiel da hinten. Lars Bender motivieren, genauso wie in Rafinha. Und dann gucken wir mal hier, Mario Gomez müssten wir eher motivieren. Der bis jetzt schon ein bisschen braucht, um reinzukommen. Nach seinem Wechsel von Florenz wieder zurück in die Bundesliga. Halbzeitansprache ist, so haben wir uns das vorgestellt, können wir mal sagen. Und dann würde ich sagen, gehen wir so in die zweite Halbzeit. Der VfL Wolfsburg hat damit seit 300 Minuten kein Tor mehr kassiert und das ist die Einladung für die TSG 1899 Hoffenheim normalerweise. Aber nicht mit uns. Martial wird von der Abwehr des TSG 1899 Hoffenheim im Strafraum strittig hineingelassen, kann jedoch nach Flanke von Ricardo Rodriguez hinter seinem Kopfball nicht genügend Druck bringen, sodass Kun Castells mühelos hält. Etwas ungenaue Hereingabe von Jesse, aber Mario Gomez bekommt den Ball trotzdem noch irgendwie Richtung Tor. Kun Castells hat aber diesmal keine Probleme und pariert sicher. Und ich plane jetzt schon mal die erste Einwechslung, und zwar Roberto Firmino kommt für seinen ersten Einsatz hier gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, der TSG 1899 Hoffenheim. Ich hoffe, er wird nicht ausgepfiffen, weil es ja immer so ist, Arnold hat den Ball im Halbfeld, schlägt ihn weit in den Strafraum nach außen, lässt er gab, will zum Ball gehen, aber nach einem Zuruf von Weiß lässt er den Ball passieren. Gomez kann nicht mehr eingreifen, das Leder landet im Tor auf. Schade. Und jetzt ein nächstes Comeback, und zwar Lars Socker. Und jetzt beginnt es hier plötzlich wie auf Eimern zu schütten. Mal schauen, wie sich der ehemalige Berliner und Hamburger und früherer Wolfsburger hier schlagen wird. Und jetzt kommt Lukas Maracek für Sebastian Rudi. Weiß spurte damit voller Power einen Ball hinterher, der praktisch schon im Aus war, damit verhinderte er immerhin eine Ecke. Wir sagen voller Angriff. Bender mit einem exakt ungenauen weiten Ball nach vorne, den kann kein Stürmer der Welt abfangen. Chance für die TSG, Elionussi erhält einen guten Pass von Weiß, legt sich den Ball zu weit vor, die Chance ist vertan. Und jetzt noch ein Rückkehrer. Und zwar Junior Molanda für Lars Bender, der damit dann zu seinem Comeback kommt nach sechswöchiger Verletzungspause. 80. Minute, hier scheint was zu passieren. Sadi Hovic legt sich den Ball zurecht, läuft an. Doch der Ball wird von der Mauer entschärft, keine Gefahr für das Tor des VfL Wolfsburg. So, wir haben hier jedenfalls noch 10 Minuten am ersten Spieltag der Rückrunde. Jetzt kommt Aaron Derdiok für Modest, und das heißt bei uns in den Teamvergleich und Derdiok decken, weil er kann auch wirklich eine Torgefahr herausstrahlen. Hoffen wir mal, dass da nichts passieren wird. Aber wir haben gleich die Möglichkeit, 82. Minute. Firmino spielt steil durch die Beine von Johnson zu Lars Socker, der mit rechts Kun Castells den Ball ebenfalls durch die Beine schiebt. Aber der Ball geht am Tor vorbei. Schade.
Die Gangart der TSG 1899 Hoffenheim wird rauer. 5 Minuten hier noch zu spielen, nächste Chance. Firmino hat den Ball im Halbfeld, schlägt ihn weit in den Strafraum nach außen. Westergaard will zum Ball gehen, aber nach einem Zuruf von Weiß lässt er den Ball passieren. Schneider kann nicht mehr eingreifen, der Ball, das Leder landet im Tor aus. Jetzt kommt noch Matthias Leisle hier für Edson Trafheit. Leisle, der ehemalige Stuttgarter Spieler. Eine Minute Nachspielzeit. Und Schlusspfiff. Wir gewinnen hier verdient mit 1:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim, weil wir deutlich mehr Chancen hatten. Am Ende 59 Ballbesitz gegenüber 41 der TSG. Da muss eigentlich mehr kommen von der Heimmannschaft. Aber wir konnten aus unseren Chancen nicht mehr herausspielen als dieses 1:0. Aber Hauptsache haben wir gewonnen. Und so kann ich sagen, gehen wir doch mal weiter. Und sind damit fast im Nachbericht hier eine Änderung der 5-Jahres-Wertung England auf dem 2. Platz. Und jetzt herzlich willkommen hier zurück zum Nachbericht des 18. Spieltages in der Bundesliga zum Rückrundenauftakt der Saison 2014-2015. Wir gewannen mit 1:0 auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim. Bester Mann von uns Ricardo Rodriguez mit der 1,5. Kurt war heute mit einem guten Spiel 2,5, Süle auch 2,5, Gustavo mit einer 2. Jesse Arnold 2,5, genauso wie Mario Gomez mit einer 2,5 und Martial ebenfalls mit einer 2. Und unsere Einwechselspieler haben außer Firmino keine mehr die Note bekommen, er hat eine 3,5 bekommen. Und bester Spieler auf Seiten der Hoffenheimer, David Abraham, der Abwehrchef der Hoffenheimer, der früher beim FC Basel gespielt hat, dann zu Getafe gewechselt ist. Dort wollte dann eigentlich, glaube ich, Gladbach den Verteidiger holen, aber durch irgendwelche Ablösemodalitäten ist es gescheitert. Und dann hat sich Hoffenheim den sich geschnappt für 3.056.000 Einsätze, seitdem gespielt für die TSG. Und wir sehen es, unsere beiden Ansprachen haben funktioniert. Und jetzt gucken wir mal in die Statistiken. Dort sehen wir 8:2 Schüsse von uns, 5 aufs Tor. Von uns keines von Hoffenheim, die 2 Schüsse daneben gesetzt haben, wir 3 daneben gesetzt hatten. 10:3 Chancen hatten wir, 59:41% Ballbesitz und Spieler des Spieltags wurde hier Ricardo Rodriguez und das Wetter war wechselhaft bei den Temperaturen um 7 Grad. Und jetzt zu den Ergebnissen Bayern München gegen Mainz 1:1, wir mit dem 1:0 auswärts in Hoffenheim. Freiburg mit dem 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. Hamburger SV mit der Heimniederlage 0:1 im Nordderby gegen den SV Werder Bremen. Hannover mit einem 2:0 gegen Bochum. VfB Stuttgart verliert 0:1 gegen die Hertha, die damit den Abstiegsplatz 18 verlässt. Und auf die 17 geht im Borussen-Duell 1:1 zwischen Gladbach und Dortmund. Nürnberg verliert 1:2 gegen FC Schalke 04. Und Leverkusen 0:0 im Rhein-Derby gegen den ersten FC Köln. In der Tabelle hat es folgende Auswirkungen. Wir sind immer noch Tabellenführer, jetzt mit 8 Punkten Vorsprung. Wenn das nicht mal so ein kleiner Vorbote ist auf die Meisterschaft. Schalke 04 10 Punkte dahinter auf Platz 3 auf dem 4. Champions League Qualifikationsplatz, Borussia Dortmund mit 31 Punkten. SV Werder Bremen, der Sieger des 18. Spieltags, springt von der 8 auf die 5 mit jetzt 31 Zählern, dahinter Gladbach und Stuttgart mit jeweils 30, Leverkusen 29 auf dem 8. Platz. Köln, die auf dem 11. verweilen, Nürnberg jetzt auf der 12. Freiburg, die einen Platz nach oben geklettert sind durch den Sieg, jetzt 14. sind. Hannover, die sich jetzt auf dem Relegationsplatz gespielt haben, 15 Zähler nach 18 Spielen, haben sich die Hannoveraner bestimmt anders vorgestellt. Die zweite Liga ist noch in der Winterpause. In der dritten Liga wurde wahrscheinlich gespielt. Dort ist Chemnitz Tabellenführer, 2 Punkte Vorsprung auf Osnabrück. Und die Regionalligen sind noch in der Winterpause.
gucken wir mal in die internationalen Ligen. England, 23 Spieltage. Chelsea Tabellenführer, 2 Punkte Vorsprung auf den FC Arsenal. Manchester United, die es in der Realität noch geschafft haben, mit einem 3:0 Erfolg gegen Olympiakos Piräus ins Viertelfinale einzuziehen. Dort treffen sie dann gegen den FC Bayern München. Wird wahrscheinlich eine ganz interessante Partie werden. Außerdem die weiteren Partien FC Barcelona gegen Atletico Madrid, Real Madrid gegen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain gegen den FC Chelsea. Werden wahrscheinlich auch wirklich interessante Begegnungen sein. Und jetzt gucken wir mal in die Stimmen. Da sagte Gistol, fragen Sie mich nicht nach nächster Woche. Für gewöhnlich hält schon der übernächste Tag nicht das, was er gestern versprach und der heutige auf den Morgen verschiebt. Und Wesley Snyder sagte heute für uns hier im Statement, es war ein sehr schweres Spiel, in dem wir hart arbeiten mussten. Wir sind nicht gut gestartet und waren zu Beginn ein wenig nervös. Wir hatten große Probleme mit den langen Bällen der TSG 1899 Hoffenheim. Mein Tor ist zu einem perfekten Zeitpunkt gefallen, trotzdem hat uns Hoffenheim auch danach noch vor große Probleme gestellt. Das stimmt, weil die TSG Hoffenheim hatte noch deutlich mehrere Chancen gehabt. Spieltagsstatistik heute nur Ricardo Rodriguez in der 11. Tages zum ersten Mal. Dann noch Miguel Torres, Matthias Ginter, den wir ja im Fokus haben. Aber ich weiß nicht, ob wir ihn noch kriegen können. Habt ja Fabian Czern Angebot gemacht und da gucken wir einfach mal ab, wie die Verhandlungen sind. Dann sehen wir noch Clemens Fritz, Kevin Prinz Boateng, Hushti und Andreasen für Hannover, Goretzka, unser ehemaliger Leihspieler und Çalhanoğlu und Raphael. Und Spieler des Spieltages Hakan Çalhanoğlu. Jetzt hier Teamleistung, wir mit einem Schnitt von 2,82 an Position 1. Da sehen wir es, ein Tor, 10 Chancen, 5 Schüsse, 5 Ecken, 59% Ballbesitz. Eine Passquote von 81,39%, was nicht einen Topwert herausgestellt hat. Und jetzt beste Spieler Martial, immer noch 20 Tore, 9 Tore Vorsprung. Und hier nach 18 Spieltagen Baumann immer noch notenbester Spieler dahinter. Ein Dreierfeld von Arnold, Jesse und Martial. Und jetzt zum Fairplay. Das sehen wir hier Bayern München, die fairste Mannschaft, wie auf dem 11. Rang. Götze fällt noch aus, sortiert man hier mal nach der Länge. Am längsten ist Pokates, fällt aus 4 Monate. Kiesling 3 Monate Oberschenkelbruch, Boka 11 Wochen, ansonsten eher nur kleinere Wehwehchen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Verlieren nicht so viel Zeit, das nächste Spiel steht am 31. Januar, also am letzten Tag der Transferperiode und wir sehen hier, Sloan Privat kommt ins Breisgau vom SC Schoscho oder, nee, davor noch bei Gent gewesen. Für 3,8 Millionen, okay, ein interessanter Transfer hier. Dann Hannover 96 gewinnt Kellerduell gegen den VfL Bochum, wo Mirko Slomka immer noch der Trainer ist. In der Realität beim Hamburger SV, nachdem dort Bert van Marwijk gefeuert wurde. Ausland Man United, Phil Jones erlebt Achterbahnfahrt der Gefühle. Dann hier noch ein paar Informationen, eher uninteressant, von daher gehen wir hier weiter. Sehen hier Düsseldorf mit einem Angebot 900.000. Hier die Million von TSV 1860 München und Cher. Müssen wir nochmal ein verbessertes Angebot abgeben? Würde ich mal sagen 8 Millionen. Ist aber immer noch nicht genug. Dann Semastar erreicht neue Erfahrungsstufe. Wunderbar. Jetzt auf Stufe 2. Dux erzielt 2 Tore. Also hat die Mannschaft doch gespielt und 2:0 gewonnen. Mit dem Doppelpack hier von Marvin Ducksch, der wirklich gut wird hier in der zweiten Mannschaft. 6 Einsätze, 8 Tore, 1,4 jetzt schon wert. Da scheint sich der Transfer wirklich ausgezahlt zu haben. Mannschaft der Woche, Ricardo Rodriguez. Muss ich mal gucken, ob wir mit ihm reden können. Das sagt man mal, vertragt euch wieder. Immer noch die Posse hier um Rafinha. Riskante Ansprache, erfolgreich Ablöse. Wurde angenommen von Düsseldorf sowie von 1860 München, neues Angebot für Cher abgegeben, standesgemäße Vorstellung von Roberto Firmino, beobachtete Spieler leicht verletzt, Federico Higuain, der Bruder von Gonzalo Higuain, der jetzige
Neapolitaner. Private Bereich eine Runde Golf spielen. Dann gucken wir mal kurz in die Jugendmannschaft, denn ich habe einen neuen Spieler drin in der B-Jugend. Und zwar den guten Marvin Kurt. Ich darf dich herzlich willkommen heißen, ich weiß, dass du in der Realität Torwart bist, aber ich hatte keinen freien Torhüter, von daher kriegst du jetzt den linken und rechten Verteidiger hier. Und ich hoffe mal, du bist mit dem Spieler hier einverstanden. So sieht's momentan hier aus in der B-Jugend, die jetzt komplett voll ist hier außer Timothy Mason mit Abonnenten. Was ich auch nicht schlecht finde, hier hat es ja auch Könen reingeschafft. Moritz Domeyer, Felix Bartsch, Hengst Mengelrüsen. Alles Abonnenten. Und da wächst auch wirklich was zusammen. Und dann gucken wir mal hier ins Blickfeld. Ist zwar nichts Neues mit dabei dazugekommen, aber wir können trotzdem mal gucken. Wir haben ja knapp 20 Millionen zur Verfügung. Haben ja einige neue Spieler geholt zur neuen Saison. Muss ich nachher mal anders reingucken. Haben wir jedenfalls gute Kräfte geholt. Sind jetzt einige gute Kräfte hier weiter noch auf der Transferliste. Beziehungsweise in unserem Blickfeld. McEachran zum Beispiel, der nur in der Reserve ist von Chelsea. Und ihr seht die ganzen Spieler ja hier, die noch drauf sind. Okay, ist es Halle? Ja, ist Halle. Okay. Dann würde ich sagen, geh mal weiter, weil wir haben schon 21 Minuten hier durch. Wir wollen ja zum Spiel kommen. Und ich muss mal einen kurzen Schluck trinken. So, dann, wir sehen hier einen Wechsel von Paul Pogba, der Paris Saint-Germain wieder verlässt und zum FC Barcelona weiterzieht für 30,5 Millionen. Laut Thema hier mal nach Ablöse. Rafidine Abdullah verlässt Nizza, geht dafür zum PSG, der Nachfolger hier. Im gleichen Alter wie Paul Pogba, dann der Wechsel von Torres zu Chelsea für 14,5 Millionen. Klose und der Abgang stand ja schon fest, zu Marseille für 12,5. Nuno Reis von Sporting zu Atletico für 12. Jack Robinson verlässt Tottenham, geht zu Man City innerhalb der Premier League für 10. Lanzini, hier ein Talent, geht zu Real Madrid für 10 Millionen. Okay. Scheint wohl auch ein ganz guter zu sein. Behalten wir uns mal vor. Ramalho verlässt Atletico, geht zu Atletico. Dann kommt hier Ritzmeier zu Leverkusen für 1,4 Millionen. Polido verlässt Hamburg, geht zu Bochum. Dann die Leihe von Courtois zu uns. Yusuf Paulsen verlässt RB Leipzig, geht zu Kopenhagen für 750.000. Dann hier noch ein paar kleinere Wechsel, die uns nicht interessieren sollten. Hier einer zu Jena, Habersetzer. Der ehemalige Zweitligist, der in finanzielle Probleme geraten ist, dann in die dritte Liga abgestiegen ist. Und schlussendlich dann noch in die Regionalliga. So, die haben wir dann soweit durch. Ibrahimovic verlängert, Danilo verlängert bei Real Madrid, Michu bleibt länger bei Swansea und Savic länger bei Florenz. Vertonghen vielleicht zu Liverpool, Mainz an Joao Petro dran, Corona zu Seattle. Und Mario Santana zu Erkiespor. Die beiden Trainer von International und Corinthians hier vor der möglichen Entlassung. Hallische FC bietet 1 Million für Esswein. Akzeptieren wir doch mal. Und sehen jetzt Stendera auf Transferliste. Da hat mich auch ein Abonnent angesprochen, dass wir ihn uns krallen sollen. Batshuayi auf 10, okay, 67. Stocker fällt bei Bayer Leverkusen aus. Schade. Namensrechte, die zweite Ecke möchte EA haben. Summe erhöhen, von mir aus. Dann würde ich sagen, unterbreiten wir Stendera auf ablösefreien Angebot, bevor ihn sich Nürnberg krallt. Wir können ihn ja dann immer noch verleihen, weil ich denke mal, unsere Mannschaft wird
wenn alles gut klappt, dann in der dritten Liga spielen. Bommes, können wir mal sagen, du hast gut trainiert. Firmino, können wir nichts sagen, Kurt war genauso wenig, hatte schon einen Dolmetscher. Ja, hat er, wunderbar. Der seinem ersten Spiel kein Gegentor bekommen hat, ist zumindest auch schon mal aussagekräftig. So, Lars Socker können wir auch nichts sagen. Er soll mal seinen schwachen Fuß holen. Dann kümmern wir uns um unsere Feinde. Haben wir ja jetzt schöne Pärchen. Rafinha, vertrag dich endlich mal wieder mit Rodriguez. Ihm haben wir es gesagt, er möchte es ja nicht. Und die restlichen Spiele hebe ich mir dann für Leverkusen auf. Dann lassen wir die zweite Mannschaft hier spielen gegen Magdeburg. Da haben sie, glaube ich, verloren, wie ich gesehen habe. So, mal gucken, ob wir uns ihn holen können. Ligaspielbonus. Sag mal hier mal nach 30 Begegnungen. 30.000 Auflauf. Auf 1.000, dann hier 20.000 Meisterprämie, Gehaltskürzung nehmen wir raus, geben ihm noch eine Option mit und dann gucken wir mal, wie tief wir hier herunter können. Du bist Ergänzungsspieler, sagen wir ihm einfach mal, und dann eine große Zukunft muss Geduld haben. Und sag mal 250.000 Handgeld und dann versuchen wir es einfach mal. Für Share immer noch nicht, da sagt man jetzt mal 8,5. Denke ich mal, wird in Ordnung sein, beziehungsweise sagen wir doch einfach mal 9 Angebot, letzte Wort. Und dann können wir schon mit ihm verhandeln. Maximal 3 Jahre, 3,5 Millionen möchte er verdienen, ist im Anbetracht der Sinne ein guter Wert. Und ich habe das Spiel ja zwischen Basel und RB Salzburg gesehen gehabt und es war ein wirklich schönes Spiel, auch wenn es da eine Unterbrechung gab. Aber so ist es halt, dass hin und wieder mal solche Unterbrechungen passieren können. So, nach 35 Spielen kriegt er nochmal 150.000. Auch noch eine Option. Diese Auslandsklauseln und sowas lassen wir mal raus. Einige Male, das sagen wir jetzt mal, du wirst in der Regel spielen und die Mannschaft wird im nächsten Jahr verstärkt, kann man ihm mal sagen. Okay, das sagen wir jetzt mal 2,8 Millionen und 200.000 Handgeld. Das wäre nämlich ungefähr das Doppelte, was er jetzt verdient. Und dann unterbreiten wir mal das Angebot und schauen mal, was er sagen wird dazu. Sah ist verunsichert. Mann, du brauchst nicht verunsichert sein, du bist ein recht guter Mann. Gucken wir mal, wie er sich entwickelt hat. 102 Fähigkeitspunkte. Dann können wir ihm nämlich sagen, du hast dich in der Saison sehr verbessert. Gewinnt dafür 3 Moralpunkte. Gegen Magdeburg setzt sie jetzt halt die 2:1 Niederlage. Bester Spieler Juri Tielemans. S-Bein verlässt und geht zu TSV 68 München für eine Million. Denke ich mal, ist auch nochmal gutes Geld, was wir da bekommen haben. Wir dürfen nicht vergessen, er war ablösefrei. Futaro braucht einen neuen Mentor. Ach, die Chai ist nicht mehr gut genug, dann bekommt der Bender. Gar kein Problem. Gehen wir mal weiter hier im Wochenverlauf. Und sehen's, Fabian Schär ist da. Wunderbar. Haben wir schon mal einen guten Spieler. Und Stendera kommt ablösefrei zu uns. Wenn das nicht mal gute Nachrichten sind, dann weiß ich auch nicht. Sag mir hier herzlich willkommen, du wirst glücklich und gibst 110%. Mit der Sprache würde er, denke ich mal, keine Probleme haben. Andere Positionen können wir ihm nicht antrainieren. Das würde, glaube ich, ein wenig länger dauern. Die Fähigkeiten sind bis jetzt recht gut. Manndeckung schon auf einer 77. Zweikampf, Grätsche, Robustheit sind alles schon gute Werte. Gucken wir mal, was sie ihm noch trainieren können. Eine Ballkontrolle, eine gute. Braucht er ja hinten in der Verteidigung. Torriecher eher nicht so. Sichere Pässe ist zumindest schon mal sein Spielertyp. Ist auch nicht schlecht, das braucht man ja.
langen Pass kann er ruhig mal ein bisschen voranbringen. Auch die Kopfballpräzision, dann kann man ihn mal nach vorne ziehen. Schnelligkeit, eine gute Ausdauer braucht er. So, dann haben wir das soweit eingestellt. Er möchte die Rückennummer 4, darf er gerne haben. Kriegt eine Pressekonferenz. Stendera kommt ablösefrei zu uns. Shares über unsere Ankündigung. Zufrieden, gewinnt 5 Moralpunkte. Gustavo hat Ansporn durch ihn. Konkurrenz belebt das Geschäft. Spitzenspiel der zweiten Mannschaft gegen den TSV Havelse. Berachino verlängert seinen Vertrag bei Elche. Biabiani bei FC Parma. Und Renato Augusto bleibt bei den Corinthians. Und wir sollten doch nochmal gucken. Ich weiß, die Folge ist wieder zu lang. Ich hoffe, es macht euch wirklich nichts aus. Denn ich möchte euch einen guten Dienst hier leisten. Sehr informativer Dienst vor allem. Und Benaglio kommt hier so langsam neu in Form. Aber ich denke mal, Courtois bleibt vorläufig im Kasten. Aber Cher rückt hier jetzt in den Kader für Süle auf. Auch wenn er eine 13er Form hat. Aber er ist ja praktisch unser designierter Nachfolger hier von Tim Klose. Ich weiß, er hat auch nur 3,5 Talentsterne, aber er ist ein guter Mann, wie ich finde. Und guck mal, einen neuen Jugendspieler entdeckt. Dennis Lutschewitz. Schon wieder einen für die Außen. Sind wir eigentlich recht gut bedient mittlerweile. Aber nehmen ihn mal trotzdem mit. Standesgemäße Vorstellung für Cher. Scouting abgeschlossen von Caceres. Kann man nichts sehen. Ezekiel auf den neuen 3,5 Sterne. Scouting abgeschlossen von Fürth. Sowie von Leverkusen. Und Loris hat verlängert bis 2018. Gucken wir mal, haben wir hier noch jemanden, den wir ködern wollen? Aoro könnten wir uns ja ablösefrei holen. Jordan Lukaku genauso. Weil ich will jetzt halt nichts Falsches machen. Sonst kaufe ich wieder irgendeinen Spieler und dann sagt er, ach nö, den will ich gar nicht. Kevin Campbell, 9 Millionen. Stürmer haben wir ja jetzt genug eingekauft. Ist ja eher noch hinten, wo die Kuhn wenig reißt. Aber ich denke mal, so viel sollten wir auch nicht holen. Dragovic wäre vielleicht nochmal so eine Möglichkeit. Noch einen zweiten guten Innenverteidiger. Weil wir können da ja jetzt mal reinschauen. Haben wir jetzt Cher, Gustavo, Molanda, wenn er fit ist, und Süle 4. Rechter und linker Verteidiger als Rechter kann hier Dresch nach wie vor ran. Einen guten linken haben wir halt eben nicht. Grimaldo mit 71. Da wären hier die Kaliber wie Jethro Willems noch eine Möglichkeit. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Ich weiß, die Folge ist zu lang. So, dann gucken wir hier mal kurz, nur realistisch. Schauen, da hat er doch einige, die auch kommen würden. Aber es ist halt jetzt die Gefahr, die letzten 24 Stunden stehen hier schon unmittelbar bevor. Von daher wird es wirklich eine Gefahr sein, wenn wir jetzt noch einen holen würden. Weil es sind eigentlich recht gute noch mit dabei hier. Eigentlich wäre Willems hier der Beste, aber ich denke, ich lasse es lieber. Wir können ja zur Not welche von unten hochziehen. Dann würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Und sehen Sie die letzten 24 Stunden. Gucken wir mal, ob uns jemand angeboten wird, beziehungsweise ob uns jemand verlässt. Können wir mal schneller machen, weil hier nichts passiert. Gucken wir mal, ob jetzt international noch irgendwas passiert auf der rechten Seite. Werden wir da informiert. Aber bis 12 Uhr ist bis jetzt immer noch nichts passiert. 14 Uhr, Bojan Kirkic.
ehemalige Vector zu Genua für 13 Millionen, Ferreira zu Lazio Rom, Carrasco oder Criasco zu Sassuolo, Duarte zu Udinese, Ariza von Kayseri Sport zu Yokohama, Chelavogi von Atletico Madrid zu Sampdoria und Staphylidis zu Urawa Red Diamonds, okay. Würde ich eher mal sagen, ist ein Rückschritt nach Japan, okay, aber so wie er möchte. Und da sehen wir es jetzt, Götze der teuerste Spieler der Liga. Chessy auf dem 5. Platz, Martial 7. Molanda 15. Ricardo Rodriguez auf der 20. Arnold 29, sind schon einige in den Top 100 mit dabei. Dann gucken wir mal ganz kurz weltweit rein. Sehen da Messi, Marquinhos, Neymar, Olora, Ronaldo. Chessy 24 teuerste, Martial 35 teuerster Spieler. Dann hier Pierson, wo wir keine Chance hätten. Molanda, Rodriguez, und da würde ich sagen, gehen wir weiter. Denn das Spiel gegen Leverkusen steht an. Erstmal der Fußballer des Monats Januar wird Mike Hanke vor Rafael und Miguel Torres. Und sehen hier den 19. Spieltag Topspiel Wolfsburg gegen Leverkusen, dann Schalke 04 gegen Hamburger SV und Dortmund gegen den SC Freiburg. Haben jetzt noch 13 News, aber ich würde mal sagen, die